Wir wollen jetzt im dritten Teil unserer Reihe über exponentielle Prozesse am Beispiel der Kapitalentwicklung uns einmal anschauen, was das Besondere ist bei exponentiellen Wachstumsprozessen. Und ich habe mal hier ein kleines Bild gezeichnet, das anschaulich uns zeigen soll, wie sich ein Kapital entwickelt gemäß der Zinseszinsformel. Wir haben also hier ein Kapital K0, das sich binnen eines Jahres vermehrt. Und zwar um einen Faktor Q. Wir erinnern uns, dieser Faktor Q ist der Aufzinsungsfaktor. Wenn wir also zum Beispiel ein Wachstum von 2% haben, dann ist dieser Aufzinsungsfaktor, also ein Zinssatz von 2%, dann ist dieser Aufzinsungsfaktor Q gleich 1,02. Natürlich ist diese Zeichnung nicht maßstäblich, sie soll nur verdeutlichen, was bei exponentiellem Wachstum passiert. Und bei dem Kapitalzuwachs handelt es sich um exponentielles Wachstum. Wir haben also binnen eines Jahres einen Faktor Q, um den das Kapital gewachsen ist, sodass wir nach einem Jahr K0 mal Q haben und das ist dann K1. Beim zweiten Jahr, also wenn wir hier vom ersten aufs zweite Jahr gehen, wächst wieder das Kapital um den Faktor Q. Allerdings haben wir ja schon mehr Kapital, sodass also das Wachstum insgesamt noch größer ist. Wir haben zwar den Faktor Q, aber wir starten ja mit K1 und nicht mit K0 und dann kommen wir hier ein Stückchen höher. Und so wächst es jedes Jahr immer um den gleichen Faktor Q an. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Wir haben also die Zinseszinsformel jetzt mal in Abhängigkeit von der Zeit, sodass sich hier ein funktionaler, genauer gesagt ein exponentieller Zusammenhang ergibt. K von t gleich K0 mal Q hoch t. Eine Funktion, die eine solche Gleichung hat, nennt man eine Exponentialfunktion. Und wenn Q größer als 1 ist, dann handelt es sich hier um einen exponentiellen Wachstumsprozess. Wir werden in einem späteren Video noch schauen, was passiert, wenn Q kleiner als 1 ist. Der Fall Q gleich 1 führt zu keiner Exponentialfunktion, weil dann haben wir hier eine konstante Funktion, die da lautet mit der Gleichung k von t gleich k0 mal 1, also einfach eine konstante Funktion. So, was passiert jetzt ein Jahr später? Wir fangen also im Jahr t an mit einem Kapital von k0 mal q hoch t. Das ist also von unserem Grundkapital her schon angewachsen, sodass wir k0 mal q hoch t haben. Ein Jahr später haben wir dann k0 mal q hoch t plus 1. Nach den Potenzgesetzen, gibt auch ein Video auf meinem Kanal zu Potenzgesetzen, das mögt ihr euch bitte einmal anschauen. Haben wir Q hoch T plus 1 als Q hoch T mal Q zu schreiben, sodass dann hier steht K0 mal Q hoch T mal Q. K0 mal Q hoch T ist aber wieder K von T, nach dem, was hier steht. Also ist das Kapital nach T plus 1 Jahren das Kapital nach T Jahren multipliziert mit diesem Faktor Q. Und da k von t plus 1 größer ist als k von t, haben wir dann, wenn dieses Kapital wieder mit einem Faktor Q wächst, natürlich einen insgesamt viel größeren Kapitalzuwachs. Wir machen das mal an einem Beispiel, das recht drastisch ist. Wir nehmen mal ein Kapital von einem einzigen Cent und wir sagen mal, wir haben einen Zinssatz von 100%. Das bedeutet, unser Aufzinsungsfaktor Q ist 1 plus 100 Hundertstel, also gleich 2. Sodass also unsere Funktion die Gleichung hat, k von t gleich 0,01 Euro mal 2 hoch t. So, wir können jetzt mal ausrechnen, wie groß das Kapital nach 5 Jahren ist. Nach 5 Jahren haben wir 0,01 Euro mal 2 hoch 5. Also 32 mal 0,01 Euro, das sind 0,32 Euro. Also eigentlich nur 32 Cent, das ist noch nicht besonders viel. Nach 10 Jahren ist das Kapital auf 2 hoch 10 mal 0,01 Euro angewachsen. Also 1024 mal 0,01 Euro, das sind 10,24 Euro. Nach 10 Jahren haben wir 10,24 Euro, das ist auch noch nicht dramatisch, aber schon erheblich mehr als die 32 Cent. Aber, und jetzt kommt der eigentlich dramatische, das dramatische Faktum, nach 30 Jahren
haben wir 0,01 Euro mal 2 hoch 30 und das sind schon so ungefähr 10 Millionen Euro. Man hat also nach 30 Jahren 10 Millionen Euro, was ein dramatisches Wachstum ist. Dieses Wachstum wächst also über alle Grenzen hier und wenn man dem nicht Einhalt gebietet, dann bekommt man hier an dieser Stelle immer mehr Geld, nur dafür, dass man irgendwann mal einen Cent festgelegt hat.